Sonne, ich meine, da haben wir schon die nächsten Funden. Aber das ist der nächste Fund. Der hat so viel auf sich ganz schön lange warten lassen. Hier haben wir eine Münze. Da steht auf jeden Fall eine 5 drauf. Aber so in der Form habe ich die auch noch nicht gesehen. Gucken, was die andere Seite sagt. Oh, da kann man nur noch schwer was drauf erkennen. Warte mal, kriegen wir das denn dichter hier? Ne? Die muss ich erst sauber machen. Da kann man ja auch nicht mehr drauf erkennen. Auf jeden Fall ist da eine 5 drauf. Da ist er. So 5 Pfennig. Ja, welche Epoche, das müsste man noch rausfinden. Gut, weiter geht's. So, liebe Sonnengemeinde, ich bin da mal wieder mit meinem Schwesterherz. Hallo. Wieder wie Hänsel und Gretel. Aber auf unserer Superwiese. Ja, wir haben schon ein bisschen, haben wir schon hinter uns. Ja, nichts Besonderes, aber hier mein Loch, da mein Fund. Ich habe schon mal ausgebuddelt und ein hübscher kleiner. Bauernring. Aus Kupfer. Also, gucken, ob wir die noch ein bisschen von dem Dreck frei kriegen. Jo, also ist nicht aufregend, aber immerhin, der Start ist da. Gut. Wie gesagt, ich zeige dann meine Funde auch immer auf Instagram. Da bin ich dann der Erdangler. Erdangler75. Und da präsentiere ich eigentlich dann auch immer meine Funde. Also wer Interesse und wer Lust hat, kann gerne mal vorbeischauen. Genau. So, gut, weiter geht's. So, liebe Sonnengemeinde. Aber schon beim nächsten. Bin jetzt gerade mal 2 Meter gelaufen. So, hab nur ausgehoben, aber noch nie angefasst. Ich weiß nicht, was das ist, ob Knopf oder Münze. Schauen wir doch einfach mal nach. Es ist eine Münze. Was haben wir da? Ja, okay, komm, wir müssen sauber kriegen. Oh, die ist aber schon hauchdünn. Meine Fresse. Oh, da ist auch schon nichts mehr drauf zu erkennen. Also, wie gesagt, ich präsentiere meine Funde nachher bei Instagram. Ganz schwer zu erkennen. Unter Erdangler75. Ah, irgendwas ist da drauf. Ist auf jeden Fall noch keine Münzleiche. So weit ist er noch nicht. Ja, wir können es sauber machen, wie er sagt. Und meine Schwester, die präsentiert daher ihre Funde unter AKV-Sondler. AKV-Sondler. Und wie gesagt, ich bin der Erdangler75 bei Instagram. Gut, schauen wir mal weiter, würde ich sagen. Zack. So, liebe Sonnenleben, jetzt bin ich gerade mal. Hier war das letzte Loch. Hier ist das nächste Loch. So. Jetzt muss ich selber kicken. Also ich habe jetzt nur ausgehoben, habe nichts weiter gemacht und da steckt sie. Seht ihr sie? Da ist er. Das sieht aus wie Kaiserreich. Na, komm her hier. Zoomi. Da ist er, Kaiserreich, genau, der Adler. Könnt ihr erkennen. Oh, sehr gut erhalten. Was haben wir da? Das ist nicht zu erkennen. Na toll. Wie gesagt. Ja, auf jeden Fall die Rückseite. Wie gesagt, jeder weset, der Adler. Ohne Krawallkreuz. Das dicke Ding ist Kaiserreich. Gut, das macht ja Hoffnung auf mehr. Sehr schön, da freue ich mich. So, Sie liebe Sonnengenossen, haben wir schon den nächsten Fund. Aber keine Ahnung, was das ist. Wahrscheinlich für irgendeine Schnalle, für irgendwas zum Verzieren. Keine Ahnung. Wahrscheinlich hat man da irgendeinen kleinen Gurt durchgezogen. Ist auch ein bisschen leicht verziert. Zwar ein bisschen aus der Mitte geraten, aber da hat sie einer versucht zumindest. Ja, wenn du den erwähnst, gerne in die Kommentare.
Genau. Und wie ihr sagt, ich stelle nachher, es ist auch bei Insta zu sehen. Da können auch gerne Kommentare hinterlassen werden. Wie ihr sagt, ich bin der Erdangler, 75. Und da sind nachher alle meine Funde zu sehen. Oder da sind alle Funde zu sehen bei mir. Genau. Und wie gesagt, meine Schwester, wo ist sie? Da drüben. Da sieht man jetzt nicht. Die AKV-Sondler, auch bei Insta. Könnt ihr auch mal gerne vorbeischauen. Gut, weiter jetzt. So, liebe Sonnenlehmann, aus dem Loch habe ich mal wieder eine Blombe rausgezogen. Eine Blombe aus Breslau. Jawohl, wie gesagt, hier stand vor weiß ich, 40 von Jahren, stand hier mal eine Mühle. Und so hat jeder Bauer sein Korn oder seine Mehlsäcke verblombt, damit sie wussten, welcher Sack wohin gehört. Ja, davon habe ich ja hier schon so einige gefunden. Ja, naja, nimm mal mit. Kicken wir mal weiter, würde ich sagen, wa? So, liebe Sonnenlehmende, haben wir schon das nächste Loch. Irgendwo hier muss was stecken. In diesem Haufen, das Loch habe ich schon gemacht, rausgeholt. Dann schauen wir mal. So, piep was an. Ah, alles klar. Schon gesehen. So, das sieht aus wie eine Münze. Aber es ist keine Münze. Das ist ein Knopf, ein schön verzierter. Ja, und da schon mal einen schönen Gruß an Sondelbreiti. 50er Signal. Aber es ist kein Silber. Nee, sieht schon schnieker aus, das Ding. Öse es leider ab. Ja, sieht schon gut aus. Kann man mitnehmen. So, weiter jetzt. So, liebe Erdangler. Loch, ich zeige schon mal wieder den nächsten Fund. Ich weiß noch nicht, was das ist. Ausgebuddelt habe ich schon. Muss ich hier in dieser Ecke befinden. Siebter Signal, Münze oder Knopf. Alles klar. Ich hoffe nicht, dass der Stein war. Nee. Verdammte Axt. Wie gesagt, das bringt einfach nichts. Es ist wieder in irgendein Kupferblech. Es bringt nichts, euch dazu zeigen, wie ich hier den Schrott rausziehe. Ja? Wenn ich euch das schon zeige, dann kommt dabei nur so weit raus. Gut, das ist Trash und Trash gehört in die Tasche. Gut, auf zum nächsten Fund. So, liebe Sonne, meine, so nach einer ganzen Weile mal wieder ein vernünftiger Fund. Oder was heißt vernünftiger Fund? Ein hübsch verzierter Knopf mit Öse. Sehr schön. Also wie gesagt, ist ja hier die Knopfwiese. Ja. Wir sondern jetzt so langsam zum Auto hin, weil wir machen bald Feierabend. Vielleicht kommen wir auf die 100 Meter nochmal, 2-3 Funde. Schauen wir mal. Dann bis gleich. So, liebe Sonnenlehmerinne, der letzte Fund für heute. Wird nur ganz schön dicht hier am Auto. Und was ist jetzt zum Schluss nochmal? Ein Knöpfchen. Öse ist nicht mehr dran. Aber dafür steht da irgendwas drin, aber das muss man erst rauskriegen. Ja, also, dann ihr habt euch wohl. Wie ihr sagt, auf Instagram, Erdangler75 und AKV-Sondler, könnt ihr ja mal vorbeischauen, da werden nachher die Funde präsentiert. Ja, und dann wünsche ich euch einen schönen Abend noch, ein schönes Wochenende und ihr habt euch wohl. Reingehauen mit Erdbeerschaum.